Yo Leute, was geht ab? Ich bin's ja wieder, euer Karriere am Start und zwar heute mit einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, in diesem Video soll es darum gehen, ob, wie und warum Eintracht aus dieser Saison noch was wirklich ganz Gutes rausholen kann. Das ist nur meine Meinung, ich bin jetzt kein krasser Experte oder sowas, aber ich würde sagen, dass ich mich ganz gut mit der Mannschaft auskenne, weil ich halt einfach selber Fan bin und mich viel mit dem Team auseinandersetze. Darum wage ich das jetzt einfach mal hier, meine Meinung dazu zu sagen. Anfangen werde ich mit der Ausgangslage, wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt aktuell aussieht. Weiter geht es dann mit den Gründen für den Aufwind, den wir aktuell erleben. Und zu guter Letzt werde ich dann nochmal ein Fazit ziehen und einfach mal sagen, was ich glaube, was wir diese Saison noch so erreichen können. Für die Ausgangslage müssen wir erstmal eine kleine Zeitreise machen. Und zwar befinden wir uns am 12. Spieltag. Wir haben 5 Punkte auf dem Konto und sind mit 7 Punkten Abstand auf den 16. letzter Platz. Irgendwie fühlt sich alles so kalt und falsch an, was vor allem an Vollmann und Hertel liegt. Man muss einfach sagen, unter Hertel war es halt einfach eine komplette Katastrophe. Ich habe auch aus dem Spielerumfeld gehört, dass es wohl sehr, sehr unharmonisch mit ihm war, zwischen ihm und der Mannschaft. Und ich finde, man hat das auch gesehen. Ich habe zum Beispiel immer noch Albträume von diesem Elversberg-Spiel. Da sind wir mit 13:0 echt viel zu gut weggekommen eigentlich, weil das sah for real aus wie Prime Real Madrid gegen Kreisliga. Das war ganz, 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 ganz schlimm, dieses Spiel. Wir hatten bis dahin ganze 7 Tore gemacht und waren damit letzter Platz, was die erzielten Tore angeht. Problem hier war natürlich auch, dass Uja sich nach 7 Spieltagen einfach richtig, richtig unglücklich verletzt hat. Er hat bis dahin 3 Tore und eine Vorlage gemacht von insgesamt 5 Toren, die Eintracht insgesamt erzielt hat. Sprich, er war an 4 von 5 Toren direkt beteiligt. Man muss aber auch sagen, defensiv standen wir auch nicht wirklich gut. Wir hatten 24 Gegentore zu dem Zeitpunkt kassiert, was auch der drittschlechteste Wert in der Liga zu dem Zeitpunkt dargestellt hat, was halt auch wirklich scheiße war und halt einfach Absteigerniveau. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Zeit unter Scherning wahrgenommen habt, ob es auch ähnlich war wie bei mir oder ob ihr das irgendwie anders erlebt habt. Ja, schreibt es gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren und das Video liken. Das wäre auf jeden Fall sehr cool und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Also es ist gekommen, wie es kommen musste und ja, es wurde die Reißleine gezogen. Erst wurde Hertel entlassen, kurz darauf dann auch Vollmann und in derselben Woche, in der Vollmann rausgeflogen ist, wurde dann Scherning vorgestellt. Wenn es nicht sogar am selben Tag war, ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall war ich erst nicht so überzeugt, wie die meisten, glaube ich, auch. Was aber auch einfach vor allem an den ganzen Bielefeldern Kommentare lag. Die halt alle geschrieben haben, dass es bei denen unter ihm nicht wirklich so gut lief. Letzte Saison standen sie, glaube ich, mit ihm auf dem Abstiegsplatz, dann ist er rausgeflogen. Es war eine ziemlich kurze Amtszeit, meine ich. Ich weiß nicht mehr, welcher Platz sie genau waren. Auf jeden Fall waren sie auf dem Abstiegsplatz. Meine Meinung hat sich dann allerdings ziemlich schnell in der ersten Pressekonferenz geändert. Ich meine, irgendwie macht er einen sympathischen Eindruck, scheint überzeugt zu sein und auch einen Plan zu haben, auch von Fußball und für die Eintracht. Und man muss sagen, das erste Spiel unter ihm hat man direkt gewonnen gegen Osnabrück, hat man direkt schon mal die rote Laterne im ersten Spiel unter ihm abgegeben, was schon mal zumindest ein Schritt war. Und ja, Eintracht hat generell auch ganz gut gespielt und es war auch ein geiles Spiel im Stadion, muss man sagen, es war ein geiles Erlebnis. So ein erstes Spiel, was man direkt gewinnt, sollte man natürlich aber nicht überbewerten, weil sowas auch immer am klassischen Trainereffekt liegen kann, wenn halt dann in der ersten Woche oder in den ersten Wochen, wenn neuer Trainer da ist, eben die Trainingsleistung erstmal wieder steigt, weil die Karten neu gemischt sind, die Spieler wollen sich wieder neu anstrengen. Da ist es halt wichtig, dass ein Trainer das schafft, dass diese Leistung, dass diese Trainingsleistung eben auch konstant oben bleibt und dass sich die Leute, die halt nicht spielen, auch durchsetzen wollen. Und das, finde ich, hört sich in den Pressekonferenzen von Scherning immer sehr, sehr gut an. Und ja, ich glaube, dass er einen wirklich einen guten Weg gefunden hat, die Mannschaft auch nachhaltig zu motivieren, auch wirklich Gas zu geben. Ich meine, man hat mittlerweile 6 Spiele unter ihm gesehen und hat in diesen 6 Spielen insgesamt 12 Punkte einfahren können. Dabei hat man 11 Tore selber gemacht und 8 Tore kassiert. Ja, was auf jeden Fall schon okay ist. Dazu muss man halt auch sagen, dass davon 3 Gegner aus den Top 5 waren, was eben die Sache auch nicht einfacher gemacht hat. Einmal natürlich gegen Kiel, was man jetzt ja erst gewonnen hat. Dann natürlich noch gegen Fürth, was man leider verloren hat. 1:0 meiner Meinung nach. Meine ich, war es unverdient. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich war da im Stadion. Auch gegen den HSV musste man sich leider geschlagen geben. Da hat man ja 2:1 verloren. Da hat man echt eine schlechte erste Halbzeit gespielt, muss man sagen. Dafür war dann aber die zweite Halbzeit umso besser. Und man hat eigentlich in der zweiten Halbzeit den HSV schon dominiert, muss man sagen. Man ist da echt sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen. Was aber eben leider dann zu spät kommt. Am Ende hat man dann eben verloren. Da stehen wir nun auf Platz 16 nach 18 Spieltagen. Und ich würde sagen, die Ausgangslage ist damit schon nochmal deutlich besser geworden. Aber es ist natürlich noch ziemlich unsicher. Ich meine, 16. ist immer noch ein Abstiegsplatz. Da können wir gerne noch ein paar Meter machen, meiner Meinung nach. Damit kommen wir zum zweiten Part. Und zwar, warum es denn jetzt überhaupt eigentlich besser läuft und was genau jetzt besser läuft. Der erste Punkt, den habe ich schon angesprochen, ist natürlich Scherning, der am 13. Spieltag übernommen hat. Man merkt einfach, der größte Unterschied ist wirklich, dass die Spieler unter ihm einfach wirklich Selbstvertrauen haben
und sie strahlen davor. Das war bei Hertel das komplette Gegenteil. Außerdem muss man sagen, dass man merkt, dass Scherning wirklich einen Plan von Fußball hat und auch wirklich halt einen Plan für Eintracht, was ich auch schon vorher gesagt habe. Damit kommen wir zum ersten Unterschiedsspieler seit Scherning und das ist ganz klar Ryan Philippe. Der hat ja letzte Saison eine wirklich absolute Übersaison in Luxemburg gespielt. Klar, es ist nur Luxemburg, ne, ist jetzt keine besonders gute Liga, aber 30 Spiele, 32 Tore und 26 Vorlagen, das sind alle 45 Minuten ein Scorer, das sind absolute Überwerte. Und mit solchen geisteskranken Werten kann man es dann auch schon mal in der zweiten Bundesliga probieren. Zuerst hatte er wirklich Anlaufschwierigkeiten, beziehungsweise eigentlich bis zuletzt hatte er noch wirklich Anlaufschwierigkeiten. Man muss natürlich auch sagen, es ist eine neue Stadt, ein neues Land und eine neue Liga. Da braucht man natürlich auch erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass er sehr, sehr, sehr von Scherning profitiert, weil er eben, ihm hat einfach so dieses Selbstvertrauen gefehlt vorher, um halt diese Tore zu machen. Er hat schon echt Chancen gehabt und man hat, finde ich, auch vorher schon Ansätze gesehen, dass da was gehen kann, aber ihm hat diese Überzeugung gefehlt und die hat er jetzt. Das Krasse ist, die ersten drei Spiele unter Scherning war er nicht mal im Kader. Da gab es dann erst schon so Gerüchte wegen erster Winterabgang, könnte Philippe sein und so, ne? Aber in den letzten drei Pflichtspielen hat er 3 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Er hat in jedem Spiel 1 Tor und 1 Vorlage gemacht und hat damit unter Scherning im Schnitt alle 37 Minuten einen Scorer gemacht. Auch in den beiden Testspielen, die Eintracht jetzt in der Winterpause hatte, gegen Werder und gegen Regensburg war es, meine ich, hat er auch beide Male getroffen. Und ja, der Mann sprießt einfach vor Selbstvertrauen und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und das Krasse ist, ich habe eigentlich nicht mal das Gefühl, dass er wirklich überperformt oder so, weil mit etwas Glück, bin ich ehrlich, kann er da echt sogar noch mehr Tore machen. Gestern zum Beispiel, das eine Abseitsding war haarscharf und den setzt da echt krass unten rein am Ende. Aber gut, war halt Abseitstor, ist halt, wurde halt nicht gegeben, ist ja auch richtig so. Aber er hat auf jeden Fall noch mehr Chancen und mir fallen auch direkt noch 2 andere Chancen direkt ein, die er auch noch locker hätte machen können. Oder was heißt locker hätte machen können? So easy waren die jetzt auch nicht, ne? Aber ich hätte ihm zugetraut, dass er die auch macht. Was ihn aktuell auszeichnet, ist zu einem natürlich seine Schnelligkeit, dazu seine wirklich gute Übersicht und er kann echt gute Pässe spielen, muss man sagen. Hat auch eine gute Entscheidungsfindung meiner Meinung nach und auf jeden Fall muss man auch seinen Abschluss nennen, weil der ist wirklich sehr, sehr gut. Man darf jetzt diese Werte, die er jetzt aufgelegt hat zuletzt, natürlich jetzt nicht dauerhaft von ihm erwarten. Das wäre jetzt nicht gerecht. Aber man kann schon auf jeden Fall gespannt sein, wohin es noch mit ihm führt. Und ich glaube, wir werden noch viel Spaß mit ihm haben. Der nächste Spieler, den man hier auf jeden Fall nennen muss, ist natürlich auf jeden Fall Fabio Kaufmann, der jetzt seit Scherning insgesamt 4 Tore und 1 Vorlage gemacht hat. Insgesamt steht er damit jetzt gerade bei 5 Toren und 1 Vorlage. Das heißt, er hat in den ganzen Spielen vorher insgesamt 1 Tor gemacht. Und jetzt seit Scherning explodiert er. Das hat auch verschiedene Gründe. Einmal natürlich auch bei ihm natürlich Selbstvertrauen ist jetzt auf jeden Fall da, das merkt man. Außerdem profitiert er jetzt gerade natürlich auch extrem von dem in Form gekommenen Philippe. Aber trotzdem muss man auch ganz klar sagen, er spielt auch von sich aus wirklich stark momentan. Das liegt aber auch unter anderem daran, wie Scherning ihn jetzt einsetzt. Und zwar setzt er ihn nicht mehr wirklich so als Flügelspieler ein, was er ja eigentlich vorher war oder als Stürmer, sondern er lässt ihn viel mehr so als Achter, Zehner spielen, der aber auch immer wieder häufig vorne auftaucht und eben auch wirklich für die Offensive auch zuständig ist. Alles in allem muss man sagen, seit Scherning spielt er echt mega. Als nächstes muss man natürlich nochmal Ron-Torben Hoffmann sagen, der jetzt vor allem im Spiel gegen Kiel zuletzt brutal abgerissen hat. Wow. Klar, das eine Ding, das 1:0, sieht da ein bisschen unglücklich aus, passiert, aber abhaken, er hat trotzdem geile Paraden rausgehauen, geisteskrank. Der hat uns auf jeden Fall das ein oder andere Mal krank den Arsch gerettet, muss man sagen. Generell muss man aber auch sagen, dass Hoffmann einfach wirklich ein sehr kompletter und auch sehr moderner Keeper ist, was eben auch wirklich, wirklich cool ist, auch mal so einen zu haben. Nichts gegen Yassi an der Stelle, ne? Ich liebe Yassi natürlich immer noch über alles so, aber es ist kein Geheimnis, dass Yassi so vor allem technisch und so schon seine Defizite hat. Dafür war er natürlich auf der Linie immer umso krasser. Da will ich auch gar nichts sagen und ich habe nur Liebe für Yassi. Dann gibt es natürlich noch Eisen-Ermin. Ja, man muss sagen, Ermin hat einfach eine mega gute Strahlkraft und geht einfach gut als Führungsspieler voran. Das merkt man auch einfach und dass es wirklich gut tut auch der Mannschaft. Er ist einfach immer sehr konstant und auch vor allem in wichtigen Momenten einfach da. Zum Beispiel hat er ja auch ein Tor gemacht. Ich glaube 2 gegen Osnabrück. Aber generell, die ganze Mannschaft spielt momentan wirklich gut und es würde jetzt zu lange dauern, wenn ich bei jedem ins Detail gehen würde. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn überhaupt noch drin für uns? Man sollte jetzt natürlich nicht zu viel erwarten. Ich meine, wir sind immer noch im Abstiegskampf und das ist natürlich ganz klar. Wir sind da jetzt auf dem 16. Und es kann auch sein, dass die ganze Mannschaftsleistung sich auch wieder verschlechtert. Trotzdem glaube ich, dass es nur passieren wird, wenn sich irgendwie wichtige Spieler verletzen. Das war letztes Jahr das Problem, da hat sich dann plötzlich Benkovic und Ferrei verletzt, was halt einfach fucking bitter war, weil beide mega wichtig waren. Aber wenn wir verletzungsfrei bleiben, glaube ich daran,
dass wir auf jeden Fall nicht absteigen werden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ziemlich sicher. Wenn wir diese Leistung aus den letzten Spielen so mitnehmen und weiter so leisten, dann werden wir, glaube ich, echt nicht mehr so viel mit dem Abstieg zu tun haben. Ich hoffe es natürlich, ich kann es wirklich nur hoffen. Ich will nicht zu große Töne spucken. Ich meine, man soll den Tag ja auch nicht vom Abend loben. Nur weil jetzt mal kurz der Schauer vorbei ist, heißt es nicht, dass er nicht wiederkommt. Auch wenn man momentan das Gefühl hat, langsam einen Regenbogen wahrnehmen zu können. Ich glaube, im Endeffekt ist eigentlich alles zwischen Platz 7 und 17 möglich. Aber ich persönlich glaube eher, dass wir uns irgendwie zwischen 7 und 13 wiederfinden werden, wenn wir eben konstant weiter so spielen und verletzungsfrei bleiben. Und am Ende können wir natürlich auch einfach Pech haben und trotzdem absteigen. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ich glaube aber, dass es eine gar nicht so unrealistische Schätzung ist. Jetzt nochmal ganz kurz. Ja, ich weiß, es ist jetzt schon wieder länger kein Video gekommen. Das hat wieder mal verschiedene Hintergründe. Ja, unter anderem habe ich mittlerweile angefangen zu studieren, was mir Zeit geraubt hat, aber da war auch noch was anderes, was ja nochmal deutlich mehr Zeit gezogen hat. Darum war es wirklich diesmal schwierig, aktiv Videos hochzuladen beziehungsweise überhaupt Videos hochzuladen. Das war einfach zeitlich überhaupt nicht drin. Was genau? Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich irgendwann mal darauf ein, aber jetzt erstmal nicht. Ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber es hat auf jeden Fall Zeit geraubt. Da gehe ich vielleicht irgendwann mal drauf ein, aber jetzt nicht. Das ist auch einfach viel zu umfangreich, um das jetzt irgendwie kurz runterzubrechen oder so. Von daher macht das gar keinen Sinn. Das Video ist, glaube ich, schon lang genug geworden. Und ja, in diesem Sinne würde ich auch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag gar nicht wann. Ich sag nicht wieder Sonntag oder so, weil es wird eh Cap sein.